Außer seiner wunderschönen historischen Architektur war München auch die Heimat vieler berühmter Schriftsteller, zum Beispiel Thomas Mann. Sie finden mehr über den Beitrag Deutschlands zur Kunst in der Broschüre, die Sie vor sich haben. Ja, da wir bei der Broschüre sind, ich finde hier nichts über die deutsche Geschichte zwischen 1939 und 1945. Das ist eine gewaltige Lücke. Da waren alle in Urlaub. Zu Ihrer Linken sehen Sie Münchens erstes Rathaus, errichtet im Jahr... Moment, wovon reden Sie bitte? Deutschland hat Polen überfallen im Jahr 1939. Wir waren eingeladen, Punsch wurde serviert. Fragen Sie die Polen! Man kann diese Jahre doch nicht einfach ignorieren. Thomas Mann ist nach Amerika geflohen wegen des Nazi-Terrors in Deutschland. Nein, er wollte Manager bei Dairy Queen werden. Dairy Queen? Das ist absolut... Ich will keine Anspielungen mehr hören auf das deutsche Volk. Es ist nichts Schlimmes passiert. Bleiben Sie brav dort sitzen und verhalten Sie sich ruhig und beleidigen Sie Deutschland nicht weiter. Ist das ein Bierkeller? Oh ja, München ist bekannt für seine historischen Bierkeller.